Was kann man für die Bürger der Europäischen Union tun? Das frage ich Markus Pieper von der EVP, der Energieexperte. Die Verbraucher, vor allen Dingen die, die nicht über eine so große Kasse verfügen, die stöhnen unter diesen Energiepreisen. Was kann die EU tun? Zunächst mal glaube ich, dass die Mitgliedstaaten gefordert sind. Da liefert Europa lediglich einen Rechtsrahmen, dass die das auch dürfen. Wir haben in Deutschland zum Beispiel 60% der Energiepreise staatlich bestimmt. Und wenn wir uns in Deutschland entscheiden würden, die erneuerbare Energienumlage sofort abzuschaffen, wenn wir mit der Mehrwertsteuer runtergehen dürfen, wenn Europa das genehmigen dürfte, wenn wir die Stromsteuer auf ein europäisches Mindestmaß senken, dann haben wir vieles von dem, was jetzt die Höhe der Energiepreise, die zusätzliche ausmacht, bereits wieder abgefangen. Also der erste Punkt, die Mitgliedstaaten selbst. Europa ist natürlich strategisch gefordert, gerade auch mit Blick auf Russland, dass wir gemeinsam stärker im Gaseinkauf tätig werden, da langfristige Optionen erarbeiten, Langfristverträge erarbeiten. Und Europa hat natürlich die Hauptaufgabe, für den Ausbau der grünen Energien in Europa zu sorgen, grenzüberschreitend die Potenziale in Spanien nutzen, die Potenziale aber auch in Skandinavien nutzen, da einen echten Binnenmarkt zu schaffen. Dann kriegen wir das auch mit dem Grünstrom, mit Wind, Wasser kostengünstig hin und dann haben wir auch kostengünstige Möglichkeiten, um gegenüber den Importabhängigkeiten bei Gas und Öl etwas dagegen zu setzen. Als EU-Abgeordneter werden Sie auch immer gefragt, was machen Sie denn da eigentlich in Straßburg? Was machen Sie denn da in Brüssel? Teilweise sind ja die Themen auch sehr kompliziert und sehr schwierig. Jetzt haben wir ein Thema, wo die EU beweisen kann, sie tut was für ihre Bürger. Wird es funktionieren und wie kann es funktionieren? Ja, wir müssen weg von der Ideologie. Wir haben hier in Europa tatsächlich Kompetenzen und wenn wir jetzt hier mit einem vernunftgeleiteten Ansatz die erneuerbaren Energien ausbauen, soll heißen, dass wir wirklich schnelle Genehmigungsverfahren zulassen, dass wir aber auch Wasserstoff, die bunten Lösung, also die Beimischung mit Gas zulassen zunächst mal. Das ist alles im Einklang mit Pariser Vorgaben. Dafür gibt Brüssel die Regulierung, die die Mitgliedsländer dann umsetzen. Und wir stellen hier in Brüssel die Weichen, dass das kosteneffektiv funktionieren kann. Es kommt eine zweite Sache dazu. Wir müssen weg von der Idee, wir könnten das alles in Europa selbst machen. Das Fraunhofer-Institut sagt, 70% Wasserstoff, Grünstrom müsst ihr importieren aus anderen Teilen der Welt. Deswegen brauchen wir auch eine Importstrategie für Grünstrom, für Wasserstoff mit Afrika, mit Australien, mit vielen Ländern der Welt, die da sicherlich in Verbindung mit Entwicklungshilfe auch ein großes Interesse hätten, Deutschland und Europa mit grüner Energie zu beliefern. Import ist ja ein schönes Stichwort. Wir haben eine Diskussion um Nord Stream 2 seit ganz vielen Jahren. Und wir haben jetzt eine Situation, wo Nord Stream eigentlich liefern könnte. Das Gas ist da und auch die Pipeline ist da. Nun sagt jemand wie Annalena Baerbock, nee, das ist eine politische Frage. Wir müssen das stoppen. Was halten Sie davon? Also das so als politische Frage aufzubauschen, finde ich nicht gut. Russland hat trotz aller Probleme, Menschenrechte, Demokratiedefizit, das kritisiere ich auch. Aber im Bereich der Energiepartnerschaften war es eigentlich eine jahrzehntelange Verlässlichkeit. Auch jetzt in der Krise liefert Putin Gas nach Deutschland sogar etwas mehr zurzeit als vorher. Und deswegen sollten wir diese Energiepartnerschaften jetzt nicht aufs Spiel setzen, indem wir so ein Projekt torpedieren, was vor der Fertigstellung ist und was natürlich einen kleinen Beitrag auch zur Energiesicherheit und damit auch zu den niedrigen Kosten in Deutschland leisten würde. Warum dieses Projekt jetzt kaputt machen, wo es eigentlich fertig ist und die Verbraucher davon profitieren würden? Jetzt geht es nach Brüssel zum EU-Gipfel und dort wird eine Tool-Auswahl getroffen, nämlich von verschiedenen Möglichkeiten, ein Handwerkszeug, was zur Verfügung steht, um bei den Energiepreisen für die Verbraucher etwas zu tun. Das ist ja nicht nur für die Verbraucher entscheidend, sondern auch für die Industrie. Die zahlt ja auch sehr viel höhere Preise. Inflationsgefahr ist damit auch verbunden. Ja, diese Toolbox ist sehr umfassend. Also dazu gehört natürlich, dass wir niedrigere Steuern zulassen. Da gibt Europa den Rahmen. Dazu gehören gemeinsame Einkaufsverbünde im Bereich Energie, ob nun Wasserstoffimporte oder eben auch Gaseinkauf. Da ist immer besser, wenn Europa als Markt Macht antritt, dann haben wir gegenüber Russland, dann haben wir gegenüber anderen Ländern auch mehr Möglichkeiten, die Verträge zu gestalten. Toolbox heißt aber auch, und jetzt wird es leider etwas kompliziert, dass wir die Erleichterungen, die unsere energieintensive Industrie im Moment hat, beim Thema Beihilfe, also der Staat darf die unterstützen, dass wir die beibehalten.
Und da ist leider die Kommission derzeit dabei, diese Liste einzuschränken, also weniger Sektoren, die im internationalen Wettbewerb stehen, noch zu fördern. Und hier müssen wir im Gegenteil, wir haben jetzt die Umstellung auf Wasserstoff. Die Betriebe wollen investieren in die Energiewende. Das muss der Staat unterstützen. Und da müssen wir uns als Europa auch ein bisschen zurücknehmen. Und wir müssen sagen, okay, das ist jetzt vielleicht mit europäischen Beihilferegeln im Moment nicht vereinbar, aber wir machen es künftig vereinbar. Also auch das ist ein Rahmen, den Europa liefert, um das kostengünstig dann für uns in Deutschland zu ermöglichen.